What are you doing? Offiziell 19 Uhr. Leider haben wir keine bisschen Verzögerung, aber das bekommen wir hin. So schnell wie möglich lassen wir den Leute rein. Und wie lange wird heute die Veranstaltung dauern? Ja, voraussichtlich 10 Uhr, aber wie jeden Konzert geht, wir hoffen auch ein bisschen länger. Immerhin, es geht an Gott, die Leute da dran zu bringen an Gott. Und wir hoffen, dass die Leute für sich freuen, einfach ein bisschen länger zu bleiben. Bei Love Würzburg handelte es sich um eine große Veranstaltung von vielen christlichen Gemeinden aus Würzburg. Und unser Ziel ist es, die Leute in die S-Oliver Arena zu bekommen und denen Gottes Liebe beizubringen und über Gottes Liebe zu sprechen. Wer veranstaltet das Love Würzburg? Hinter Love Würzburg stecken viele Gemeinden und Freikirchen aus Würzburg, die das veranstalten und ein sehr großes Organisationsteam. Wir haben auch 300 Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen und uns helfen und uns zur Seite stehen. Und wer ist auf die Idee gekommen von Love Würzburg? Love Würzburg, die Idee hatte der Initiator Daniel Wild. Der ist Student und hatte vor 4 Jahren einen Traum, eine Großveranstaltung hier in Würzburg zu machen, wo es darum geht, Gottes Liebe an die Leute zu bringen, die Gott noch nicht kennen, modern und neu, anders als es so in der Kirche ist. Die Veranstaltung dauert ja 3 Tage und wir erwarten jeweils 3.000 bis 3.500 Besucher, dass wir insgesamt auf 10.000 Besucher kommen. Eine Hippie-Bewegung angehört oder der Hippie-Bewegung. Er hat eine sehr turbulente Vergangenheit mit Gefängnisaufenthalten, mit Drogenkonsum, Kenntnisse oder wie man das auch nennt. Er hat Erfahrungen gemacht im Okkultismus, aber heute... Er ist heute Leiter von FCJG Horizont und Präsident von Help International, einer Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, unter Straßenkindern und Bedürftigen in Amerika, Europa und Asien zu dienen. Er ist Autor, Motivator, Beweger, Evangelist und vielgefragter Sprecher auf Konferenzen weltweit. Er hat vor wenigen Wochen im Nürnberger Grundig-Stadion vor 25.000 Menschen gesprochen und er ist heute Abend hier in Würzburg und wir bitten euch ganz herzlich willkommen zu heißen Walter Heidenreich. Okay. Vielen Dank. Das wäre eine Vorstellung. Meine Zeit. Toll, dass ihr hier seid. Ich weiß nicht, wo du im Einzelnen gerade herkommst, wo ihr herkommt. Ich komme gerade aus 37 Grad minus der Mongolei und direkt aus einer Erweckung. Und dort haben wir die Kraft Gottes gesehen, wie immer wieder in der Mongolei. Etwas, was ich vor Augen habe, eine junge Frau war blind auf einem Auge und die Kraft Gottes kam auf sie. Dann fiel sie zu Boden, als sie aufstand, konnte sie wieder sehen. Perfekt. Dann hatten wir ein Mitarbeitermeeting, nur so mal ganz am Rande hatten wir ein Mitarbeitermeeting und in der Pause ging ich nach unten und da stand eine ganze schamanische Familie
und sind von der Kraft Gottes angezogen worden, die da oben wirkte, in unserem Zentrum, in Ubi, also Ulaanbaatar. Und alles, was sie nur noch wollten, ihr Leben Jesus geben. Die ganze Familie hat sich komplett bekehrt, hat sofort alle Götzen rausgeschmissen und ein ganz neues Leben mit Jesus angefangen. Das ist, wofür ich stehe, für Jesus. Und das wird er in Deutschland tun, das wird er hier in Würzburg tun. Und ich möchte etwas herausschälen aus dem Leben Jesu, was mich immer wieder ganz besonders angesprochen hat. In dem Moment, als er auftauchte, hat sich ja alles geändert damals in Israel.